Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei Läusebefall. Es werden Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin bei einer Wirkstoffgruppe angekommen und die ist mit Einschränkung geeignet bei Läusebefall. Ich lese vor. So. Dimethikon und Jojobawachs und mittelkettige Triglyceride äußerlich angewendet. Das Medizinprodukt Nyda enthält neben anderen Ölen zwei Silikonöle, in Klammern Dimethikon, die die Läuse ersticken. Nyda Pumplösung. Mit Einschränkung geeignet bei Läusebefall, also gelb. Die therapeutische Wirksamkeit sollte noch besser belegt werden. Bei der Anwendung des Sprays besteht die Möglichkeit, dass das Mittel eingeatmet wird und bei empfindlichen Personen Asthmaanfälle oder Atembeschwerden auslöst. Nyda Plus Lösung mit Kammapplikator. Mit Einschränkung geeignet bei Läusebefall. Die therapeutische Wirksamkeit für Deutschland sollte noch besser belegt werden. Jetzt kommt der erläuternde Text. Da die therapeutische Wirksamkeit sowie die Resistenzsituation von Nyda im Vergleich zu Insektiziden zwar für Brasilien, aber noch nicht in Deutschland ausreichend geprüft wurde, ist das Produkt mit Einschränkung geeignet. Wichtig zu wissen. 8 bis 10 Tage nach der ersten Anwendung müssen Sie die Prozedur wiederholen, um eventuell noch lebende Nissen und nachträglich geschlüpfte Larven abzutöten. Achten Sie darauf, dass das Medizinprodukt nicht mit den Augen in Kontakt kommt, weil es die Bindehaut reizen kann. Ist denn noch etwas davon ins Auge geraten, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser. Wenn sich die Kopfhaut rötet, juckt und sich ein Hautausschlag mit Bläschen bildet, reagieren Sie vermutlich allergisch auf das Präparat. Dann sollten Sie es nicht weiter verwenden und die Haare mit Shampoo gründlich auswaschen. Anschließend müssen Sie die Läuse mit einem anderen Wirkstoff bekämpfen. Sind die Hauterscheinungen einige Tage später nicht deutlich abgeklungen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Spray. Wenn Sie Asthma oder andere Erkrankungen der Atemwege haben und den Sprühnebel versehentlich einatmen, können Asthmaanfälle oder Atembeschwerden vorkommen. Wenn das ein Spray ist, ja, ich habe hier einen Akkubohrer mit einem dünnen Stahlbohrer. Man kann so ein Spray auch einfach, das ist glaube ich ein Pumpspray, Pumplösung steht hier, anbohren. Wenn man da 2 Löcher reinmacht, hat man Shampoo. Oder irgendwas zum auf die Haare kämmen. Ich weiß nicht, warum das dann so gemacht wird. So, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Babys sollten Sie sicherheitshalber nur nach Rücksprache mit einem Arzt mit Nyda behandeln. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Das Mittel kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. So, und die Wirksamkeit ist für Brasilien belegt und mit dem österreichischen Boraset aus dem Wohnzimmer bei mir wird daraus auch was, was Asthmatiker verwenden können. Schön. So. Das nächste ist Permethrin äußerlich und das ist geeignet bei Läusebefall. Das gab es auch schon im Teil davor. Da war das auch geeignet. Und das Ganze schließt mit Pyretrum in Klammern äußerlich. Die beiden haben wahrscheinlich was miteinander zu tun. Das schreibe ich heute noch. Tschüss.